In den großen Familientragödien der Antike und des Mittelalters sind zum Schluss immer alle tot. Früher fand ich das ein bisschen übertrieben. Wahrscheinlich war ich deshalb auch nicht mehr im Theater, seit ich 15 war. Inzwischen finde ich das vollkommen nachvollziehbar. Ehrlich gesagt, ist es eine ziemlich saubere Lösung. Auch in diesem Fall, der ganz hoffnungsvoll begann. Denn eigentlich wollte ich nur meiner Tochter helfen, dass sie ihr Abitur besteht. Das sieht alles sehr gut aus. Und wenn Sie wissen wolle, ob's Bub oder Mädle wird? Nee, danke, Herr Doktor. Wir lassen uns lieber überraschen. So ein Kind ist ja auch ein Geschenk Gottes. Und ob Mädchen oder Junge, das macht für uns überhaupt keinen Unterschied. Schön. Aber könntet Sie uns vielleicht was zur Hautfarbe sagen, Herr Doktor? Doch. Sie sind beide hellhäutig, oder? Ja, das wissen wir nicht so genau. Also, der Hadi, also mein Mann, der ist vielleicht ein netter Vater, sondern ein ja, jemand, der so ausschaut wie Sie, Herr Doktor. Ein Schwarzer, wollten Sie sagen. Genau, aus den USA. Und der hat auch so ganz schöne Haut. Die Hautfarbe können Sie im Ultraschall nicht erkennen. Ach so. Siehst du? Aber ist Ihnen das denn wichtig? Ach, wieso? Aber ich putze halt die Sakristei von St. Josef gerade hier. Weil wir auch die Wohnung von der Kirche gemietet haben. Die Familie meiner Frau, die ist sehr katholisch. Ja. Das wäre vielleicht ein bisschen kompliziert. Verstehen Sie? Ja. Natürlich. Sie wissen aber schon, dass es da eine Stelle gibt, wo Sie schwarze und braune Babys abgeben können. Wirklich? Rose, du, das hat der Herr Doktor jetzt, glaube ich, nicht ernst gemeint. Meint. Jetzt hab ich dich, Maître. Frau Konke, wieder auf dem Posten? Ja, seit gestern. Danke. Wenn ich die jungen Kollegen kurz stören darf, ich habe Ihren Bescheid noch mal geprüft. Vielleicht fällt Ihnen hier was auf? Die Blumen. Nee. Was soll damit sein? Ich kümmere mich jetzt persönlich darum. Mann, nee, irgendwann muss auch mal gut sein, oder? Also, ich finde den cool. So oldschool, FBI-mäßig. Wisse? You should learn how to say no! My last day, yeah! Mine is forever! My last day, yeah! Mine is forever! Was? Wir müssen in 20 Minuten in der Schule sein und davor noch deinen Vater abholen. Deutsche Mathe fallen aus. Wer es glaubt? Nach was riecht es denn hier schon wieder? Nach was wohl? Verzweiflung und ewiger Jungfräulichkeit? Vielleicht sollten wir zweimal zusammen joggen gehen. Nicht solange eine von uns beiden noch einen Funken Selbstachtung besitzt. Komm. Ja, ich komm schon. Nee, hab noch nicht gefragt. Oh, warte mal, sie kommt gerade. Mama? Nicht jetzt, Mats, wir sind spät. Ist aber wichtig. Paul sagt, dass ich mir seinen Hund ausleihen kann. Darüber sprechen wir nachher, ja? Mama! Leg, du Spast. Ich meine Haare, du fette Schnecke. Mama. Na gut, aber nur kurz, ja? Komm.
Ja, meine Eltern sagen kein Problem. Die Özdemirs ziehen weg? Ja. Ach, schade. Wissen Sie wohin? Sind Sie befreundet? Er nach Stuttgart, sie nach Kreuzberg. Die haben sich getrennt? Ja, kommt leider vor. Hören Sie mal. Als Freunde der Familie können Sie vielleicht helfen. Das Haus ist leider nicht gleich zu verkaufen, wegen der Nachbar hier. Was ist denn mit denen? Haben die Özdemir Ihnen das nicht erzählt? Die haben den Schuppen angezündet und ein Schwein vors Haus gefahren. Völlig asozial. Aber ansonsten liegen mir lauter nette Leute. Gott sei Dank. Also, wenn Sie vielleicht jemanden kennen, rufen Sie mich an. Okay. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Das waren jetzt schon 6 Minuten von meiner Mittagspause. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich da jetzt mit muss. Vielleicht, weil Ricarda auch deine Tochter ist, Gerald. Ich verstehe nicht, warum ihr da überhaupt hinfahrt. Ich bin in 3 Wochen 18. Wenn du schon so reif bist, mein Schatz, dann frage ich mich, warum die Schule uns einen Brief schickt, dass dringender Gesprächsbedarf besteht. Die sind null entspannt. Lass mal, Frau Schulze. Ich hab ihn schon. Oh. Oh. Danke, Frau. Oh. Ich bin's doch, Frau Schulze. Die Julia aus dem Erdgeschoss. Ja. Julia Berger. Ja. Hoffentlich wird die Alte nicht auch noch dement. Es hat schon gereicht mit ihrem Mann. Das habe ich gehört, Frau. Was? Das lag wieder im Kühlschrank. Ja, ich hab den Kühlschrank eingeräumt, dann hat das Telefon geklingelt. Ja, da musste ich den ja irgendwo hinlegen. In Argentina leben alte Leute nicht allein, sondern mit der Familie, sonst werden sie merkwürdig, sagt man. Danke, Leonita. Aber Sie kennen meine Familie nicht. Ihr Geld liegt auf der Anrichter, wie immer. Bueno, hasta la próxima. Adios. Senioren-Apartments Raske, guten Tag. Schulze, ich rufe Sie an wegen der Senioren-Apartments in Kleinmachnow. Kleinmachnow? Da kommen Sie 2 Jahre zu spät, junge Frau. Aber wieso schalten Sie denn noch so eine Anzeige? Ich weiß ja nicht, aus welchem Altpapierhaufen Sie die Zeitung gefischt haben, aber sind Sie sicher, dass Sie noch ein Apartment suchen und in Seniorenpflegeheim mit Rundumbetreuung? Das ist eine Frechheit! Tatsächlich. November 2016. Halt! Ihr zählt erst bis 100 und kommt danach. Sonst kann ich mich da drin nicht mehr blicken lassen. Aber Ricarda, was ist denn dabei, wenn du deinen Freunden zeigst, was für coole Eltern du hast? Wisst ihr, dass es heute in der Kantine Königsberger Klapse gibt? Oh Mann. 1, 2, 3, 4. Ich würde mir sowas von ihr nicht gefallen 6. lassen, an deiner Stelle. Sondern? Man muss in der Erziehung konsequent sein, zugewandt und berechenbar. Ich frage mich manchmal, ob andere Frauen nach 28 Jahren Ehe auch solche Fantasien haben. Sollte ich jemals vergessen, warum ich dich geheiratet habe, Gundula, dann musst du nur das kochen. Oder liegt es daran, dass wir ungefähr so viel Sex haben wie das durchschnittliche Panda-Paar? Die machen es nämlich auch nur einmal im Jahr. Gundula. Hm? 70, 80, 90, 100. Wir sollten aussteigen.
Ricarda, hey. Hey, du, ne? Sag mal, hast du es von Lehmann gehört? Hey. Hey, du, ne? Sehen wir uns später noch? Na klar. Wie war es gestern? Ich habe Sie hierher gebeten, weil Ihre Kinder an dem Wahlfach Schauspiel teilnehmen und wir den Kurs leider absagen müssen. Deswegen möchte ich jetzt mit Ihnen darüber sprechen, was es für Alternativen gibt. Besonders für die Schüler, die auf der Kippe stehen. Davon mal erfahren, wieso? Herr Langhans hat uns letzte Woche angerufen und mitgeteilt, dass er nicht aus Indien zurückkommen wird. Entschuldigung. Ja, er hat dort erkannt, dass die Welt nur eine Illusion ist. Also wir hier, das Klassenzimmer, das Abitur, alles eine Täuschung. Kann das kein anderer Lehrer übernehmen? Wissen Sie, wie viele Überstunden wir alle vor uns herschieben? Nein, das geht nicht. Was ich Ihnen anbieten kann, ist, dass Ihre Kinder in das Wahlfach Informatik oder Robotik wechseln. Oh, nee. Hast du noch die Rechnung von Rikis Laptop? Den könnten wir dann absetzen. Was ist denn mit einer Referendarin oder Praktikantin? Mein Sohn hat mit Informatik null am Hut. Bei uns genauso. Ja, also das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, dass Sie als Eltern die Aufsicht der Proben übernehmen und ich benote dann die Aufführung. Das ist ja großartig. Wozu zahlen wir denn Steuern? Wer von Ihnen hätte denn Lust und traut sich zu, am Mittwoch und Donnerstagnachmittag den Kurs zu betreuen? Herr Skira, Sie sind doch Regisseur, wie wär's? Null Zeit die nächsten 4 Monate. Und was ist mit Ihnen, Frau Adler? Wir machen gerade das neue Verlagsprogramm. Ich bin froh, wenn ich vor 9 Uhr abends zu Hause bin. Ach, Herr Kubleck. Echt jetzt? Ich habe schon das Integrationstraining an der Backe. Ach ja. Okay, andersrum gefragt. Wer von Ihnen hat Mittwoch und Donnerstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr Zeit? Wunderbar. Und wer von Ihnen ist damit einverstanden, dass Frau Bunschow die Proben übernimmt? Perfekt. Dann haben wir das geklärt. Danke. Du. Du hast doch gar keine Ahnung vom Schauspielen. Und vom Theater. Und dann noch eine Aufführung vor allem. Weißt du, wie peinlich das für mich ist? Aber es handelt sich doch nur um einen unbezahlten Aufsichtsjob. Ricarda, das schafft deine Mutter schon. Was war das? Mats. Mats? Was ist das? Der Hund von Paul. Wotan. Wotan? Mama? Mama? Wotan? Aber doch nicht über Nacht. Es geht aber nicht anders. Warum? Paul ist doch mit seinen Eltern nach Florida geflogen. Ja, wann kommen die denn wieder? In 2 Wochen. Gundula! Können wir zu deinem Vater? Okay. Was ist denn los? Gar nichts. Alles in Ordnung. Ja. 120 zu 80. Was? Das kann nicht stimmen. Pump noch mal. Das Schöne dabei ist natürlich, dass Mats auf diese Weise lernt, Verantwortung für ein Tier zu übernehmen. Gassi gehen, füttern, weißt du, das ist wichtig. Jetzt hab ich doch eine kluge Frau. Mhm. 120 zu 80. Für das Glück, sagen die Chinesen, braucht man Sicherheit und Beständigkeit. Das habe ich in einer Illustrierten gelesen. Und wenn das stimmt, habe ich eigentlich alles, um glücklich zu sein. Elf. Überraschung! Rose, Hardy. Oh, Gerald, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Naja, 8 Monate. Nicht eine so lange Zeit. Gundula, komm, lass dich drücken. Ach, der Hardy sagt immer in Memminger, das wäre so schön, wenn wir mehr Zeit mit der Familie verbringen könnten. Gell, Hardy, das sagst du doch immer. Wie sehr du denkst, dass du auch fällst, es gibt immer einen, der dich hält. Und nicht nur einen, es sind viele. Stets ist Verlass auf die Familie.
Ja, sag mal, was bringt euch denn nach Berlin? Anordnung vom Arzt. Die Rose, die hat so Phobien und Allergien entwickelt in der Schwangerschaft. Kinderallergie, das ist was ganz Seltenes. Ich muss brechen, wenn ich kleine Kinder bloß sehe. Und wisset ihr, wer uns als Spezialist empfohlen worden ist? Herr Musinski. Musorgski. Außerdem ist es für die Rose ganz wichtig, mal mit einer erfahrenen Mutter reden zu können. Ja. Habt ihr denn schon eine Bleibe? Wir wollen euch nicht zur Last fallen, Gerald. Nur zum Pinkeln müsst man ab und zu mal reinkommen. Bei uns ist es verstopft, denn die Rose muss jetzt natürlich öfter mal. Und die Mutti, die haben wir auch eingeladen. Die kommt morgen. Mutter? Ja, die freut sich schon wahnsinnig, uns alle wiederzusehen. Einen Moment. Das war die Überraschung. Was machen wir denn jetzt? Du kannst ja den Hund auf sie hetzen. Ich muss jetzt schlafen gehen. Aber wenn deine Mutter morgen kommt, lade ich auch meine Mutter ein. Nein, Gerald, bitte nicht. Die Rose muss jetzt wirklich mal aufs Klo. Seit 11 Stunden sind wir unterwegs aus Memmingen. Geht's dir nicht gut, Gundel? Grieselt's mal wieder in eurer Ehe. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe uns noch schnell frische Brötchen geholt. Ich frühstücke heute lieber in der Kantine, Gerald. Ich fahre mit Papa und Foto muss noch raus. Danke, Mama. Mats. Ich muss los. Ricky, willst du nicht noch? Ja, wo dann? Wir gehen ja schon. Morgen. Morgen. Herr Mosorgski. Hallo, Frau Bunchu. Das ist aber ein schöner Hund. Wow. Ja, den hat sich Mats ausgeliehen. Also meine Tochter Nadine. Ah, sie erfreut. Hallo. Wie viele Töchter haben Sie eigentlich, Herr Mosorgski? Wie viele? Ach, ist nicht so, wie Sie denken. Nadine, das ist Frau Bunchu, eine Patientin. Ah, Nachbarin. Nachbarin. Hm? Herr Mosorgski hat vor ein paar Jahren seine Frau verloren. Die beiden haben sich sehr geliebt. Jetzt tröstet er sich manchmal mit so jungen Dingern. Aber das sind oberflächliche Affären. Zwischen uns beiden ist das etwas anderes. Sugar, sugar, baby. Oh, oh, sugar, sugar, baby. Silently to me. Wo wohnst du? Herr Mosorgski. Frau Bunchu. Ja. Ja. Wir sehen uns am Mittwoch. Am Mittwoch. Ja. Gerne. Dann einen schönen Tag noch. Tschüss. Ja. Hältst du das bloß aus, Papa? Ja, ja. Sei vorsichtig. Ja, ja. Ja. Zurück bist. Es ist kalt. Danke. Gundula, wir haben dir natürlich auch was mitgebracht. Bitte. Das ist aber nett. Mach's doch gleich auf. Mhm. Oh, ein Kochbuch. Laktose- und glutenfrei unbeschwert genießen. Du weißt ja, dass ich einen ganz empfindlichen Magen habe. Und da haben wir uns gedacht, dass wir dir das schenken, damit du dich gut drauf einstellen kannst. Ja, und schau, die Sachen, die dem Hadi schmecken, die habe ich dir markiert. Hier zum Beispiel gleich Schupfnudeln in Trüffelsauce. Oh. Das wäre doch gleich was für heute Abend, oder? Mit einem kleinen Salat. Ja. Dann kann der Hans-Dieter ja später dabei helfen. Mir? Gundula? Ich kann doch nicht mehr kochen in meinem Zustand. Gerald, kannst du bitte mal die Soße ausstellen? Ah, Schatz, ich habe gerade alle Hände voll. Ricarda? Ich kann das nicht. Mann. Gerald hat schließlich ein Anrecht auf ein Minimum an Hygiene. Er rackert sich ab den ganzen Tag. Und dann sowas. Ihr könnt doch den Leuten ein Ultimatum stellen.
Entweder Sie holen den Hund bis morgen ab oder er wird eingeschläfert. Oma! Mutter, das meint sie nicht so, Mats. Hier wird niemand eingeschläfert. Also, ich habe jetzt schon so ein komisches Jucken in der Nase wegen dem Hund. Dann nimm doch bitte deine Kügelchen, Hardy. Also, da müsst ihr schon ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Also, ich habe mir das ja schließlich nicht ausgesucht mit dieser Tierhaarallergie. Komm, Hardy. Sag mal, Rose, ihr fahrt doch sicherlich vor der Geburt zurück nach Memmingen, damit deine Verwandtschaft auch das neue Kind bewundern kann. Auf gar keinen Fall. Das hat der Arzt strikt verboten. Das sind ja auch nur noch 5 Wochen. Ich war so schlank bei Geralds Geburt. Die im Krankenhaus, die konnten das gar nicht glauben. Und eine Woche später bin ich schon wieder tanzen gegangen. Eine ungewollte Schwangerschaft, eine abgebrochene Ausbildung. Na, da kann man doch nur hoffen, dass Ricarda nach mir kommt. Findest du nicht, Susanne? Wie steht's denn mit deinem Abitur? So, 50-50? Natürlich schafft Ricky das Abitur. Ich betreue jetzt die Schauspielklasse, damit Ricky weiterhin ihre 11 Punkte bekommt. Da schafft sie locker einen Schnitt von 3,9 oder 3,8. Du als Lehrerin? Was ist denn daran so komisch? Alles. Na, Gundula unterrichtet ja nicht. Sie führt Aufsicht aus versicherungstechnischen Gründen. Sag mal, Hans-Dieter, wie finanziert ihr eigentlich 6 Wochen Berlin ohne Arbeit? Du, das ist ja das Schöne an meinem Beruf. Als Schriftsteller kannst du ja auf der ganzen Welt unterwegs sein. Habt ihr denn schon einen Titel für das Buch? Also, das habe ich jetzt noch nicht ganz so. Aber einen Verlag habt ihr schon? Wir sind in Verhandlungen. Ich bin sicher, die überbieten sich doch mit den Angeboten. Sie hätten sich doch sonst nie so einen Wow-Wohnwagen leisten können. Ich habe so ein arges Ziehen gerade. Also, ich muss sie nicht aufregen. Seht ihr, was hier ansieht? Das wird sicher eine Frühgeburt. Mutter. Ach, wo ist mein Gin? Hat die verschweißt. Reiß dich zusammen. 1, 2. Ja, also. Nur die Nerven. Ja, da haben wir noch den Kellerausgang. Mhm. Ich möchte ganz ehrlich zu Ihnen sein. Die Nachbarsfamilie, ja, die ist etwas eigenartig. Aber Sie könnten hier zum Beispiel eine Holzwand hochziehen. Oder Beton. Und wie Sie sehen können, ist die Nachbarsfamilie auch schon eingepreist. Ja. Mhm. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Schlafen Sie ein paar Nächte drüber. Und in 3 Wochen sehen wir uns dann beim Notar. Ich hau das Nachbar aus. Wie bitte? Ich muss mal. Nicht das. Ich werde das Haus der Öztemirs kaufen. Das ist ein Schnäppchen. Wegen euch. Wow. Aber wieso denn? Meinst du, ich sehe nicht, was hier abgeht? Mit Ricarda, mit Mats, da war dieser Hund. Du bist doch total überfordert. Das ist ja sehr groß. Da könnten wir doch... Wer kommt nicht in Frage? Heute Nachmittag reden wir über den Garten. Heute Nachmittag bin ich in der Schule. Dann heute Abend. Hallo. Kann bitte mal jemand die Musik ausmachen? Danke. Also, ich bin die Gundula und ich bin eure neue Theatergruppenleiterin. Hallo. So, dann wollen wir mal sehen, wo ihr vor den Ferien stehen geblieben seid. Wir wollten die Rollen verteilen. Und Herr Langhans hat uns versprochen, es wird die coolste, tollste und beste Aufführung, die diese Schule jemals gesehen hat. Ach, hat er das? Genau, und er hat uns das hier als Kostüm und Bühnenbild besorgt. Wieso denn Nazi-Uniform? Tja, Herr Langhans wollte das eben ganz modern aufziehen. Was ist denn dein Regiekonzept? Frau Bunschuh, Bernd Kubleck hier. Sie erinnern sich vom Elternabend? Ja. Hier sind die 6 aus meinem Integrationstraining. Das hätte jetzt stattfinden sollen, aber Theaterspielen macht natürlich viel mehr Spaß. Dann können wir das ja jetzt gemeinsam machen. Ja, nee. Ich habe meiner Tochter versprochen, dass wir ihr einen neuen Laptop kaufen. Ja, er hier, der Ahmed, spricht noch kein Deutsch,
aber die anderen alle. Bisschen. Außer Ayana, sie spricht sehr gut Deutsch. Also, gutes Gelingen oder wie sagt man bei Ihnen im Theater? Ich weiß nicht. Bis tenemos. Oh, muss los. Viel Spaß. Ja, dann wollen wir doch mal klären, wer von euch welche Rolle übernimmt. Also, ich finde, Frederik sollte der Romeo sein. Der spielt am besten von uns. Mann, hau rein. Und die Julia? Wenn wir das mit den Geflüchteten zusammen aufführen, dann sollten sie nur Statisten sein, oder? Wen haben wir denn hier noch? Die Amme. Ricky, das wäre doch was für dich. Und du glaubst, wenn du ein paar Bücher liest, bist du Regisseurin? Wir beide sind ein super Team, Ricky. Wir wuppen das. Wuppen? Oh. Komm mit! Schnell, die Ilse macht eine Hausführung! Was hat sie gesagt? Hm? Keine Ahnung. Mats, die Teppiche da ans Fenster. Okay. Mach doch dich auf die Heizung. Das ist ein Ölgemälde, ein Erbstück. Hallo? Hier oben! Aber das sind doch zwei Schlafzimmer und dann noch das Kinderzimmer. Ja, das ist mein Büro. Das wird mein Schlafzimmer. Und das, ja, das wird mein Hobbyraum. Mutti, du hast doch gar keine Hobbys. Noch nicht, Hans-Dieter, noch nicht. Vielleicht wird's ja ein Tantra-Zimmer. Das hier wird ein anständiges Haus, kein Puff. Ihr wisst ja, ich hatte mal dieses Haus in Ibiza. Da ging es hoch her, kann ich euch sagen. Da war eine Energie drin. Und da haben wir auch die Supernova gemacht. Und da sind wir alle zur selben Zeit gekommen. Alle zwölf. Du weißt ja, Ilse, dass Renovierungsarbeiten von der Steuer absetzbar sind. Die Wände streicht mein Pole ohne Rechnung. Schwarz. Keine gute Idee. Mats, scheint sich ja gar nicht auf dein neues Enkelkind zu freuen. Na, ist es denn meins? Na, rechnet doch mal nach. Reginald bis heute? Ja. Acht Monate. Und der Rosi, wann war das denn mit dem Reginald? Rose. Mutti, bitte. Das haben wir geklärt. Es liegt hinter uns. Guten Abend. Die Mama von Kevin, die ist auch immer richtig blass, weil die so viel raucht. Und die hat auch ein schwarzes Baby bekommen. So richtig schwarz. Ja, was glaubst du denn, dass sie ein Zebra-Baby kriegt? Nein. Hört auf damit. Keine Sorge, Ricarda und Mats. Das Haus bekommen nach meinem Tod nur meine leiblichen Enkelkinder. Rose, oh. Siehst du, was du angerichtet hast? Hör nicht drauf, was die Mutti sagt. Die hat den Tod von Vati noch nicht verarbeitet. Quatsch, mir ging's nie besser. Und ich hatte mich schon gewundert. Der Hadi, der hat doch überhaupt nicht die Virilität, um ein Kind zu zeugen. Reginald, ja, der hat ja nur so gestrotzt vor Kraft. Mit dem hätte ich auch gerne. Mutter, bitte. Ja. Wie lange willst du denn noch lesen? Hör mal, ist das nicht schön? Ich bin kein Steuermann. Doch wärst du fern, wie Ufer von dem fernsten Meer bespült, ich wagte mich nach solchem Kleinod hin. Ja. Aber ein bisschen umständlich, oder? Und Julia antwortet dann, gern hielt ich streng auf Sitte, möchte gern verleugnen, was ich sprach, doch weg mit Förmlichkeit, sag, liebst du mich? Doch weg mit Förmlichkeit, sag, liebst du mich? Weißt du, wie spät es ist? Also früher war mein kleiner Romeo etwas aktiver. Ja, früher habe ich auch Einkommensteuer gemacht. Heute mache ich Gewerbesteuer. Weißt du, wie kompliziert diese Materie ist? Du, ich habe da gerade einen Fall auf meinem Schreibtisch.
Da ist eine Fracht aus China, gerade in Hamburg mit 19% EU-Importsteuer belegt wurde. Und ein Teil der Fracht geht weiter nach Dänemark. Die Fabrik ist in China, aber die Firma sitzt auf Hawaii. Und au. Überhaupt keine Zeit, ich muss mich auf meine Theaterproben vorbereiten. Hier, die habe ich heute gekauft für eure Birke. Sonst fehlen mir ja alle Blätter im Garten. Das ist sehr schön, Mutter, aber ich muss wirklich gleich in die Schule. Ich habe keine Zeit. Guck mal, und die sind doch von deinem Vater. Mutter! Das ist berechtigt. Hallo. Ich würde gern was mit euch besprechen. Ich müsste was mit euch besprechen. Hallo. Musik! Können wir jetzt unser Stück proben? Ich schwöre, Fräulein, bei dem heiligen Mond, der silbern dieser Bäume Wipfel säumt. Nein, schwöre nicht, obwohl ich mich denn freue. Freue ich mich nicht des Bundes dieser Nacht. Er ist zu rasch, zu unbedacht, zu plötzlich. Halt, das war schon sehr schön. Danke. Ayana, du kannst ihn viel mehr zurückweisen, ja? Und dann angelst du ihn dir wieder. Ich mach okay. Das mal vor. Frederik. Ja. Ich schwöre, Fräulein, bei dem heiligen Mond, der silbern dieser Bäume Wipfel säumt. Nein, schwöre nicht. Obwohl ich mich dein freue, freue ich mich nicht des Bundes dieser Nacht. Er ist zu rasch, zu unbedacht, zu plötzlich. Gleicht allzu sehr dem Blitz, der nicht mehr ist. Bevor man sagen kann, es blitzt, schlaf süß. Und, Ricky, wie war's? Vergiss es. Es war so schön. Ganz reizende Kinder. Manchmal glauben Teenager, wenn sie fast volljährig sind, dass sie die liebevolle Hege ihrer Eltern nicht mehr brauchen. Aber das stimmt natürlich nicht. Gerade in dieser gefährlichen Phase der Selbstüberschätzung sind sie besonders auf eine schützende Hand angewiesen. Du, Gerald? Deine Mutter ist in der Küche. Aubergine mit Mozzarella. Mutter! Also in deiner Küche findet man ja gar nichts. Kein Wunder, dass du nichts Essbares hinkriegst. Ich habe das mal alles in Ordnung gebracht. Gewürze alphabetisch, Teigwaren und Reis nebeneinander und dein ganzer gesunder Kram wie Körner und so. Das ist meine Küche. Streitet euch doch nicht. Das sind bloß fehlgeleitete Energien, sagt der Herr Mussorgsky immer. Und der Herr Mussorgsky ist mein Therapeut. Das ist so ein toller Mann, so aufmerksam und so verständig. Und dann die Augen, wie zwei Gebirgsseen. Zu dem solltest du auch mal gehen, Ilse. Ich brauche keinen Therapeuten. Genau. Außerdem geht das auch gar nicht. Wieso nicht? Weil das mein Therapeut ist. Hast du dem etwa was Schlechtes über mich erzählt? Gundula? Nein. Aber natürlich redet man manchmal auch über die Familie. Na, das werden wir ja sehen. Hast du eine Karte von diesem Herrn Mussorgsky? Rosi? Ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr so eine tolle Braten gegessen. Das ist wirklich so gut gekocht, Mutti. Prost. Ich dachte, du bist Veganerin zurzeit. Ab heute nicht mehr. Ach. Mhm. Ich breche nämlich in 3 Wochen die Schule ab. Und dann tramp ich erst mal ein Jahr durch Südamerika. Und da essen eh alle nur Fleisch. Aha. Und dein Abitur?
Das kann ich eh abschreiben. Mama setzt gerade das Theaterprojekt in den Sand. Da kriege ich nie im Leben 11 Punkte für. Aber Regie, das stimmt doch überhaupt nicht. Also, ich finde das wunderbar. Ein Jahr lang Südamerika, mein Gott, das erweitert den Horizont. Und dann kannst du Tango lernen mit einem Mann, der das im Blut hat. Nicht wie die Männer hier. Dazu braucht es Cojones. Aber Ricky, wovon willst du denn dann bitte leben in diesem Jahr in Südamerika? Finanzieren können wir dir das nicht, Ricarda. Schafwirtin in Patagonien vielleicht, Kellnerin in Rio oder Drogenkurier. Ich habe gehört, das soll super bezahlt sein. Du verlierst doch immer alles. Na, da werden sie sich freuen, die Drogendealer. Mann, nicht meine Haare. Aber Ricky, wäre es nicht vielleicht schöner, dein Abitur zu machen, anstatt 30 Jahre in einem kolumbianischen Frauengefängnis zu verbringen? Deine Mutter ist keine Regisseurin. Und wenn sie mit dem Theaterstück überfordert ist? Das bin ich doch gar nicht. Dann können wir ihr vielleicht etwas unter die Arme greifen. Ihr habt doch auch keine Ahnung. Also was die Musik betrifft, da gilt dein Vater schon als Experte. Warum führt ihr Romeo und Julia nicht als Musical auf? Gerald! Und während ich hinten meine Schlager auflege, da singen und tanzen vorne die Flüchtlinge, wie beim Karaoke. Das ist doch mal eine super Idee. Und ich schneidere euch die Bühnenkostüme. Haben wir schon, so Gestapo-Uniform. Ach Quatsch, das ist doch gar nicht mehr sexy heute. Und was ist mit dem Hadi? Das ist ja wohl hier der Einzigste mit ein bisschen Ahnung auf dem Gebiet als Autor. Ja, also das würde ich mir schon zutrauen, so einen Klassiker zu bearbeiten. Der Shakespeare ist ja heute überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und mit Lass deine Seele knospen, das war mehr eine Fingerübung. Aber mein zweites Buch, also die Farbenblindheit der weiblichen Sexualität, da habe ich meine wahre Stimme gefunden. Ja, stimmt, ja, dein Bestseller. Wie viel hast du denn davon verkauft? 12 oder 13? So eine Aufführung steht und fällt mit der Musik. Und ich habe da schon ein paar Ideen. Wollen wir das mal zusammen durchgehen? Ja. Mats, du nicht. Du gehst jetzt mit dem Hund raus. Hadi, ich gehe ins Bett. Komm mit, Wotan. Du, Rose musste sich hinlegen, aber so kann sie alles mit anhören. Gell, Rose? Also, Gundula, wir fangen mit einer Party an. Romeo ist nicht eingeladen, aber er kommt trotzdem. Ein Partycrasher und so. Und dort sieht er dann die Julia. Dunkelhäutig, langbeinig, geheimnisvoll. Hadi? Ja, meine Rose? Wieso ist die Julia dunkelhäutig? Weil das ein Flüchtlingsmädchen spielt, mein Röschen. Das hat doch Ricky vorhin erzählt. Aha. Dunkelhäutig, mysteriös. Danke, ja. Und dann übernimmt die Musik. Merci, 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 merci für die Stunde, Cherie. Und dann wird Romeo entdeckt, und zwar von der Amme, also unser Ricky. Und die sagt dann, mein Fräulein, wer ist dieser fremde Gast dort? Oder nee, wartet mal, vielleicht eher, ey Alte, wer ist denn der krasse Typ da? Das ist gut. Moment, wieso spielt denn eigentlich die Ricarda nicht die Julia? Ja, das musst du Mama fragen, Tante Rose. Ja, also Rickys Romeo, der Frederik, der möchte gern, dass die Ayana die Julia spielt. Und die Ayana ist ein sehr nettes, sehr hübsches Mädchen aus Eritrea. Gute Nacht. Ja, und an dieser Stelle kommt dann die zweite Nummer. Ich bin mir nur nicht sicher, ob noch mal Udo Jürgens mit Ich werde da sein oder etwas Internationales, Leonard Cohen. Was meinst du, Mutter? Internationales ist schon besser. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm getting safe. Jetzt sag doch auch mal was. Hab jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Aber das habe ich ja immer, wenn mein Gerhard singt. Und besser als dieser Cohen siehst du allemal aus. Der ist ja auch schon tot. Das ist ein Theaterstück. Und ich habe schon... Schatz, ohne Musik macht das doch gar keinen Spaß. Verstehst du das denn nicht?
forget. Be trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the part. Ich habe übrigens morgen einen Termin bei deinem Herrn Mussorgsky. Was? Gundula. Hadi, magst du das Licht ausmachen? Rose, das mit der schwarzen Julia und dem weißen Romeo, das wird ganz stark, sag ich dir. Das ist fast wie eine Parabel auf unsere Gesellschaft und die Geflüchteten. Meinst? Vielleicht habe ich das ja wirklich gebraucht. So ein Schock wie dieses Baby in deinem Bauch. Damit ich etwas Großes erschaffen kann. Etwas, was alles überdauern wird. Eine Hymne auf Afrika und Europa in Liebe vereint. Ich hab grad richtig ein Kloß im Hals, Hadi. So schön hast du das gesagt. Weißt, manchmal denke ich, das Kind da in meinem Bauch, das ist nicht bloß ein Kind. Nein. Rose, das ist eine Botschaft. Ein Fanal für die Nächstenliebe und Toleranz. Hadi, wenn du das jetzt gerade wirklich so meinst, dann fühle ich mich fast gebenedeit wie die Jungfrau Maria. Frau Schulze, warum sind Sie denn wirklich hierher gezogen? Um meiner Tochter beizustehen. Sie kommt seit 25 Jahren ohne sie zurecht. Das glauben Sie. Frau Schulze. Vielleicht gibt es ja auch andere Gründe. Edgar, also mein Mann, hatte Alzheimer. Hm. Zuerst hat er nur alle möglichen Sachen verlegt. Aber in den letzten 2 Jahren hat er nicht mal mehr gewusst, wer ich bin. Und jetzt haben Sie Angst, dass Ihnen das auch zustoßen könnte? Was denken Sie denn? Die treiben einen doch hier in den Wahnsinn. Mein Schwiegersohn, der Gartenzwerg im gehobenen Dienst. Hadi und sein frömmelndes Flittchen, diese Rosi. Aber wer soll mir dann mal helfen, wenn's nötig wird? Ich habe das alles erlebt, wie das ist, wenn die Welt sich plötzlich zurückzieht, wie das Meer bei Ebbe. Wenn man halb nackt über die Straße stolpert, weil man die Tür zum Klo nicht mehr findet. Das macht doch keiner freiwillig mit. Da bleibt einem doch nur noch die Familie. Wie müsste denn Ihr Leben aussehen, damit Sie glücklich wäre? Wie mein Leben? Sie müssen nicht heute antworten. Denken Sie drüber nach. Sagen Sie mal, wie entsteht eigentlich so eine Kinderphobie? Kinderphobie? Ich denke nicht, dass es so etwas gibt. Ach. Das ist der Dialog, der im Original anfängt mit so grenzenlos meine Huld, die Liebe so tief ja wie das Meer. Beides ist unendlich. Genau, aber das versteht doch heute so keiner mehr. Und deshalb habe ich das als Autor ergänzt mit Du Schnecke, ich finde dich echt dufte. Du Schnecke? Du Schnecke. Okay. Du Schnecke, ich finde dich echt dufte. Wunderschön. Genauso. Halt, wie ihr jungen Leute so redet. Street Credibility. Wo redet man so? In der Hood. Also in der Szene. Also in Memming. Ja. Dann mal ab nach Memmingen? Ja, Mann. Ja. Ja, ja, kommt mal nach Memmingen. Nein, doch nicht über die Jeans und seid doch nicht so verklemmt. Ich sage immer, alles in die Auslage, solange es noch frisch ist. So, und du probierst jetzt mal. Das ist das Wichtige. Zieh dich aus, Maus. Frau Bunschu, ich muss mit Ihnen reden. Ah, Gerald! Verdammt doch mal, Gundula! Ich komm gleich wieder. Es ist viel zu laut, ich probe hier. Ich hatte dich 100-mal gebeten, beim Staubsaugen vorsichtig zu sein, dass die Kabel nicht gequetscht werden. Ich hab deine Kabel nicht gequetscht. Dann würde es ja funktionieren. Über den Wolken muss die Freiheit. So, ich brauche jetzt absolute Ruhe. Ruhe! Und los. Deine Hände zu berühren ist schon ganz okay.
Aber eigentlich will ich deine Lippen. Wieso tust du es dann nicht einfach? Ey. Ja, wieso tust du es denn nicht einfach? Los, Romeo, komm jetzt küssen. Küssen. Küssen! Ja, okay, ich bin raus. Ich auch. Wenn wir das vor unseren Eltern aufführen sollen, machen wir es voll zum Haus. Schönen Dank. Hey, Leute, wo wollt ihr denn hin? Das wird doch total cool. Was machen die? Die hauen alle ab. Gundula, du musst was tun. Ja, was soll ich denn tun? Gundula, du musst die zurückholen, aber schnell. Mich hat das so viel Mühe gekostet, ja? Es war ja von Anfang an klar. Und ab morgen bin ich das Gespött der Schule. Ach, Ricky, das war doch nur, weil deine Mutter kein Konzept hatte. Aber beim nächsten Mal, da läuft das alles viel, viel besser. Und inzwischen springen Susanne und ich für Romeo und Julia ein. Ja. Können wir zumindest alle sehen, ob das musikalische Konzept passt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Du willst jetzt nicht auch noch den Romeo spielen? Naja, also ein gewisses schauspielerisches Talent, das spüre ich schon in mir. Und ich sehen und begehren. Eigentlich verwende ich in meinen Mordfantasien lieber Gift, weil ich nicht so der Typ bin, der gut Blut sehen kann. Aber es gibt auch andere Tage. Gute Nacht. Nein, ich... No. Raus, oder ich vergesse mich. Lass dir doch bitte helfen. Du siehst doch selber, dass du hier nichts im Griff hast. Und du auch. Das sind die Wechseljahre. Ja, raus! Hilfe! Vor den Wechseljahren, da war so genauso. Tja, und dann gibt es diese Momente im Leben, da fragst du dich, an welcher Weggabelung du die falsche Richtung eingeschlagen hast. Und ob du überhaupt noch mal das Steuer rumreißen kannst. Schulze, wir wollten uns doch erst übermorgen. Mir fällt nichts ein. Wie? Da, was mich glücklich macht. Nichts, gar nichts. Das kann doch nicht sein. Dann lassen Sie mich anders fragen. Wovon träumen Sie? Träumen? Ja. Ja, vielleicht, dass ich dieses ganze Elend hinter mir lassen kann. Wie ein Vogel, der durch die Luft fliegt. Na, sehen Sie, da haben wir doch schon etwas. Darf ich Ihnen eine weitere Aufgabe stellen bis übermorgen? Wenn's hilft. Versuchen Sie einmal, nichts Negatives zu sagen. Immer nur positiv. Gundula gegenüber, ihren Enkeln. Die Kinder sind Monster. Zu Gundulas Mann, ihre Schwiegertochter Rose. Unmöglich. Das geht gar nicht. Wenn es Ihnen zu viel wird, dann nehmen Sie sich eine Auszeit. Stellen Sie sich vor, Sie stehen im Wald. Es ist sehr heiß. Und es fängt an zu regnen. Und Sie recken Ihr Gesicht diesen weichen, kühlenden Tropfen entgegen. Wenn Sie durchhalten, habe ich eine Belohnung für Sie. Was denn? Das ist mein Geheimnis. Gut, ich werde es ausprobieren. Schön. Irgendwas stinkt hier. Bitte? Oje. Danke nochmal und gute Nacht. Und? Wie war die Musicalprobe? Wenn ich Glück habe, informiert jemand das Jugendamt. Dann komme ich hier raus, bevor ich 18 werde. Ist deine Mutter zu Hause? Nee, noch in der Schule. Das riecht sehr interessant, was du da rauchst. Ja? Hormone hin oder her, ich finde, dass er sich jetzt mal entschuldigen muss. Dafür, dass wir jetzt ohne Julia da stehen? Ihr habt das ganze Ding an die Wand gefahren. Was den Text angeht, da gebe ich dir recht, Ricarda. Aber das musikalische Konzept, das finde ich nach wie vor sehr gelungen. Abendessen. Aber du weißt schon, Gundula, dass so Fertiggerichte in der Schwangerschaft Autismus auslösen können.
Nein, weiß ich nicht. Und es ist mir auch egal. Soll ich dir eine Pizza hochbringen? Hast du meine Platten mitgebracht? Was liest du denn da? Ein Buch. Du, wir wollten dir nur helfen. Und wir müssen uns jetzt nicht wegen so einer Lappalie streiten. Nein, Gerald, wir streiten uns, weil du mir nichts, aber auch gar nichts mehr zutraust. Weil du mich seit Jahren nicht mehr als Menschen wahrnimmst, sondern nur noch als einen Komfortdienstleister. Und früher haben wir im Regen getanzt. Und heute? Ich habe damals eine ziemliche Erkältung bekommen. Hör auf! Gerald, du hast in deinem Leben noch 1000 Erkältungen bekommen, weil dein Immunsystem eine 50%-Stelle bei dir hat. Aber das war ein Augenblick, an den ich heute noch denke, von dem ich heute noch zehre. Weil ich mich frei gefühlt habe, weil ich mich geliebt gefühlt habe. Und das tun wir doch immer noch. Du hast immer noch geliebt, geschätzt. Von mir, von Ricarda, von Mats. Ja, Gerald, aber ihr schätzt mich wie eine warme Socke. Wo ist das Feuer geblieben? Wieso siehst du mich nicht mehr so an wie früher? Ich will keine warme Socke sein. Ich will Sex. Im Wald, am Strand und im Pool. Im Pool? Weißt du, wie viele Viren da? Wie wär's, wenn wir beide mal wieder schick essen gehen? Das wäre vielleicht auch etwas altersgerechter als Sex im Pool. Als La Aubergine zum Beispiel? Ist das nicht dieses Sterne-Restaurant? Mhm. Das ist doch viel zu teuer. Lass das mal meine Sorge sein. See what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing. Kann ich Ihnen noch ein Dessert bringen? Ja, zweimal Mousse am Mango, bitte. Sehr gerne. Und eine Frage, diese Blumengestecke, bekommt man die auch, wenn man nur einen Kaffee trinkt oder eine schnelle Nudel isst? Warte, Monsieur, eine schnelle Nudel haben wir nicht. Die Blumen gibt es nur für unsere 5- und 7-Gänge-Menüs. Danke. Hm? Nur so eine Frage. Hm. Madame? Oh, das sieht gut aus. Dankeschön. Sehr gerne. Danke. Bon Appetit. Vielleicht können Sie dem Maître sagen, dass ich ihn gern kurz sprechen möchte. Maître Blanc-Vallée ist sehr beschäftigt heute Abend. Ja, ja, das sehe ich. Aber vielleicht können Sie ihm ausrichten, dass ich seine Steuererklärung bearbeite. Du, probier mal. Hm? Oh mein Gott, ist das gut. Ich hoffe, es war alles zu Ihren Erwartungen, Monsieur... Bunchu. Bunchu? Madame. Exzellent. Ja, das essen wir vorzüglich, Maître. Was mich nur irritiert, ist, dass Sie in Ihrer Steuererklärung die Kosten für 14.000 Blumengedecke angegeben haben. Und die gibt es doch nur für Sternemenüs. Ich verstehe nicht.
Nun schauen Sie, das Problem ist, dass Sie laut Steuererklärung nur 20 bis 30 Menüs pro Abend servieren. Da fehlt doch die Hälfte. Özgür, das muss ein Missverständnis sein. Ja, das hoffe ich doch auch. Sie sind natürlich eingeladen, Monsieur. Nein, Monsieur, das geht nicht. 368 Euro für zwei Menüs und den Wein. Hier, Monsieur, 400. Der Rest für Sie. Ich brauche aber einen Bewirtungsbeleg für das Finanzamt. Bien sûr. Merci, au revoir. Siehst du, man braucht kein Abitur zu haben, um nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Und unsere Rechnung, die übernimmt Väterchen Staat. Alles okay? Ja. Ich wäre nur ganz gern dein Date gewesen und keine Tarnung für deine Steuerfahndung. Aber man kann das Nützliche ja mit dem Schönen verbinden. Lässt du mich bitte bei meiner Mutter raus? Ah, okay. Soll ich hier warten? Gute Nacht. Ich zieh bei dir ein. Kommt überhaupt nicht hin. Komm doch erst mal rein. Männer sind halt so. Vor der Heirat versprechen sie dir, die Sterne vom Himmel zu holen. Und 10 Jahre später sind sie zu faul, auch nur eine Glühbirne zu wechseln. Bitte. Danke. Weißt du, wann Edgar zum ersten Mal wieder Interesse an mir gezeigt hat? Als er nicht mehr wusste, wer ich bin. Aber das ist doch nicht fair. Wieso soll das Leben fair sein? Was ist mit den Kindern? Wolf ist in Amerika, Ricky hasst mich und Mats. Mats könnte doch eigentlich auch hier wohnen, oder? Werden wir mal sehen. Krass. Und Mama streikt oder was? Ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Mütter streiken nicht. Genauso wenig wie Beamte. Die Mama, die braucht einfach nur eine kurze Auszeit. Mats, ich soll dich dann mit rübernehmen. Und du sollst auch deine Lieblingsklamotten gleich mitbringen, ja? Okay. Und wieso mich nicht? Weil deine Mutter sagt, dass du sie hast. Und sie dir ihre Mutterliebe nicht länger aufdrängen will. Dann könnte doch vielleicht eure Oma Susanne kommen. Hä? Wie findet ihr das, Kinder? Ich finde es zu Mama. Und das Monster? Wutan kommt der mit. Der Hund bleibt hier. Lunchbox fertig. Komm. Du kannst ja jederzeit hierher kommen und ihn besuchen. Ne? Das hast du ja super hingekriegt. Ich sehe keinerlei Schuld bei mir. Und ich wüsste auch nicht, warum ich mit meiner 17-jährigen Tochter meine Ehe diskutieren sollte. Kein Wunder, dass ich beziehungsunfähig bin. Bei den Eltern? Was? Guten Morgen, liebe Verwandtschaft. Ich dringend. Morgen. Sag mal, Gerald, wenn die Gundula jetzt ausgezogen ist, dann ist es wahrscheinlich für dich gerade gar nicht so leicht, so alleine. Ach, danke, Hans-Dieter. Aber heute Nachmittag kommt meine Mutter und, weißt du, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn ich mal ein bisschen Ruhe habe. Vielleicht könntest du uns ja einen Schlüssel. Den einzigen Reserveschlüssel hat Ilse. Herr Bunschuh, ich wollte Ihnen nur sagen, das Blue-Aubergine hat Einnahmen in Höhe von 380.000 Euro nachgereicht. Ist das gut? Das ist sehr gut. Hey. Was ist denn jetzt mit dem Musical? Ja. Ihr seid doch alle abgehauen. Na ja, war ja auch ein bisschen fitter mit deinen ganzen Leuten an dem Tag. Musst du zugeben. Wenn das jetzt nicht klappt, dann müssen wir zu Informatik und Robotik wechseln. Und ich gebe mir echt lieber die Kugel, als mit diesen Nerds da rumzulöten. Ja, korrekt. Sag deiner Mutter, dass sie uns nicht im Stich lassen darf. Er hat es auch schon ganz okay gemacht. Besser als Dankans auf jeden Fall. Oh ja. Und es wäre gut, wenn sie es einfach ab jetzt alleine übernimmt. Okay. Klar, ich rede mit dir.
Ja? Cool. Gut. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ja. Geil. Hallo? Heute hat den ganzen Tag niemand aufgemacht. Vielleicht hat sich meine Mutter mal kurz hingelegt. Rose und mir blieb nichts anderes übrig, als hier... Gerald? Gerald, komm doch mal her, bitte. Guck doch mal, wen ich gerade eben in der Stadt getroffen habe. Die Sabine. Weißt du noch, ihr beide, 10. Klasse? Mutter. Hübsch hast du es hier, Gerald. Ja. Also deine Mutter hat mir schon erzählt, was du für eine Hammerkarriere hingelegt hast im Finanzministerium. Finanzamt, Sabine, Finanzamt. Ja, auch schön, dich zu sehen. Ja. Entschuldige, bitte, ich muss mich jetzt mal umziehen und brauche was im Magen. Mutter. Aber man kann doch was kommen lassen, vom Chinesen zum Beispiel. Oder nein, viel besser. Ihr beide geht jetzt ganz schnucklig zum Italiener und ich mache irgendwas für die Kinder. Hm? Was haltet ihr davon? Okay. Ich muss mich jetzt wirklich umziehen. Ich glaube, das war jetzt doch nicht so eine gute Idee, mitzukommen, oder? Ach Gott, lass ihn doch sein. Das wird schon. Vielleicht war es ja auch nicht der richtige Moment. Ja, gibt's denn überhaupt? Was meinst du damit? Ja, den richtigen Moment. Mit 25, 26 ist jeder Moment richtig und mit 48 keiner. Oh Gott, du bist noch so jung. Nee, das bin ich nicht mehr. Doch, das bist du. Als ich so alt war wie du, da habe ich mir noch ausgemalt, wie alles sein wird. Und jetzt? Und jetzt denke ich manchmal, wie alles hätte werden können. Volle Pulle gegen Trübsal. Hm? War trotzdem schön. Ja, aber willst du nicht lieber eine Taxi nehmen? Nee, ich nehme einen Bus. Na gut, also ich melde mich. Ja. Och, Wotan. Komm, sollst du nicht leben wie ein Hund. So. Oh. Wenigstens du trinkst mit mir, mein Kleiner. Hm? Was? Sag mal, was war das denn für eine Schnapsidee? Wie kann man nur so dämlich sein, sich so eine Chance entgehen zu lassen? Chance? Was denn für eine Chance? Neu anzufangen, mein Gott, mit einer so wunderbaren Frau wie Sabine. Einfach frei sein. Guck mal, was für ein toller Kerl du noch bist. Ach, du bist betrunken. Und? Es ist 4 Uhr nachmittags. Ja, ich genieße eben mein Leben. Nein, du genießt dein Leben nicht. Du ertrinkst dein Leben im Suff. Aber weißt du was? Mutter, ich werde nicht erlauben, dass du unser Leben ruinierst. Nicht mein Leben und nicht das Leben meiner Kinder. Ich wollte dir doch nur helfen. Mutter, so bist du für niemanden eine Hilfe. Die schönsten Babynamen aus Afrika. Was hältst du von Sidewiese? Mhm. Oder Kulekani? Ha? Und wenn's ein Bub wird? Bonginkosi. Sehr schön, Rose. Aber sollte es nicht vielleicht ein etwas deutscherer Name sein? Hier in Deutschland?
Aber dann hat die denn Verleugnung doch die Botschaft von Liebe und Toleranz? Oder hast du das gar nicht so gemeint? Doch, doch. Aber du weißt schon, dass die Mutti will, wenn sein Junge wird, dass er wie Papa heißt. Edgar. Ha, vielleicht als Doppelname. Ja. Weißt du, Eddie Barack? Weißt du, wie Barack Obama und dein Papa? Oder Muhammad Eddie? Weißt du, wie der Boxer Muhammad Ali und dein Papa? Und wenn es ein Mädchen wird? Eddie Whitney. Weißt du, wie Whitney Houston und dein Papa? Das wäre doch respektvoll. Das ist schön, super. Aber was werden die Leute in Memming dazu sagen? Oh. Da gehen wir nicht mehr zurück. Mit dem Kind, da bleiben wir hier in Berlin. Wir sind doch jetzt Weltbürger. Darf ich Botan mit in mein Zimmer nehmen? Ja, aber pass auf, dass er nichts kaputt macht. Ja, klar. Ist ja unerhört. Während du hier gemütlich auf dem Kopf stehst, hat der Hund den ganzen Vorgarten vollgekotzt. Nein, Botan. Und weil der Rosi niemand mehr aufmacht, terrorisiert mich jetzt Hadi, dass sie auch hier wohnen dürfen. Gundula! Ich kann jetzt nicht sprechen, Mutter. Du kannst doch als Mutter nicht einfach alle Verantwortung von dir wegschieben und immer nur an dich denken. Ich denke nicht immer nur an mich, Mutter. Das sieht mir aber ganz danach aus. Wenn ich hier zusammenbreche, hat keiner was davon, ja? Das ist wie mit den Sauerstoffmasken im Flugzeug, sagt Herr Mosowski. Die muss man sich auch zuerst umschnallen, bevor man den Kindern hilft. Ach, daher weht der Wind. Na, dem werde ich mal meine Meinung sagen, deinem Herrn Mosowski. Frau Schulze, das ist ja eine Überraschung. Haben Sie Gundula diesen Floh ins Ohr gesetzt? Floh? Sie ist ausgezogen, ihretwegen. Und ich muss mich jetzt um alles kümmern. Und nur Positives sagen. Der Regenguss im Sommer. Mit diesem esoterischen Quatsch können Sie vielleicht meiner Tochter das Geld aus der Tasche ziehen. Aber mir nicht. Und jetzt ist Schluss mit nett. Und ich fühle mich immer noch so mies wie vorher. Also, ich finde, das ist jetzt unsere Pflicht als Familie, dass wir einschreiten und eure Ehe retten. Gerald. Ich glaube, ihr seid eher ein Teil des Problems als ein Teil der Lösung. Also, Gerald. Gerald, weißt du, in Memmingen, bei uns in der Kirchengemeinde, da gibt's auch Familientherapie. Und da malet alle zusammen ein Bild über den Konflikt. Und so finden die dann wieder zurück auf den Weg Gottes. Wenn es einen Gott gibt, dann glaube ich nicht, dass er sich im Straßenbau betätigt. Gerald, ich verstehe dich nicht. Du zerstörst das Leben von deinen Kindern. Wie kannst du denen noch ins Gesicht schauen? Ich finde das okay. Dann kann ich wenigstens sagen, dass ich aus einer zerrütteten, bildungsfernen Familie komme, wenn ich das Abitur nicht schaffe. Also ich will schon, dass Mama wiederkommt. So, ich gehe jetzt rüber zu Gundula und sprich mit ihr. Von Mutter zu Mutter. Und dann kannst du ihr bitte ausrichten, dass die Versicherung für meine Platten zahlen wird. Juristisch gesehen war das nämlich Vandalismus und ist abgedeckt. Bist du sicher? Vielleicht kauft sie sich ja deswegen nicht zurück, weil sie ein schlechtes Gewissen hat. Es waren nämlich zwei Erstpressungen dabei. So. Also, die Gundula will kein Bild malen. Aber sie hätte gern den Rest von deiner Plattensammlung und Spiritus. Und dann will sie in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden und unter neuer Identität in Arizona leben. Wieso Arizona? Also, ich mach mir Sorge um die Gundula. Die ist gerade so ein bisschen balla balla. So, Rosa, Hadi, jetzt reicht's aber. Warum geht ihr nicht zurück in euren Wohnwagen? Und die Schnitzel? Der Wotan, der schafft doch locker zwei. Ich auch. Oh, es zieht.
Susanne, hast du mich erschreckt? Ich dachte, bist du nach Hause gefahren. Weinst du? Nee, mir ist noch was ins Auge geflogen. Also in beide Augen. Und deshalb habe ich mich noch kurz hingesetzt. Und du? Alles super. Abgesehen davon, dass ich fett und hässlich bin und keinen Freund habe. Gerade dabei bin, mein Abitur zu vergeigen. Und es jetzt auch noch mit dem einzigen Menschen verbockt habe, der noch zu mir hält. Ricky, ich halte zu dir. Und du bist nicht hässlich und du bist nicht fett. Du bist super. Das sagst du jetzt so. Und bei dir? Super. Abgesehen davon, dass ich Alkoholikerin bin und keinen Partner habe und im Gegensatz zu dir auch keinen mehr finden werde. Dass ich irgendwo einsam und alleine sterben will. Und dass ich gerade im Begriff bin, den einzigen Menschen zu verlieren, der es mit mir aushält. Wir beide sind schon echt das Dreamteam in dieser Familie. Wollen wir ein Deal machen? Wenn du nicht mehr säufst, dann stopfe ich mich nicht mehr mit Schokolade voll. Deal. Und das mit deiner Mutter, das kriegst du schon wieder hin. Ist Mama da? Oben, komm rein. Hatti. Eigentlich soll es ja eine Überraschung werden. Aber ich halte es nicht mehr aus. Was denn? Guck, das ist das Ultraschallbild von heute Morgen, wo ich beim Arzt war. Fällt dir nichts auf? Es ist wunderschön. Hatti, die Nase, siehst du das nicht? Das ist doch keine Nase aus Afrika wie vom Reginald. Hatti, das ist deine Nase. So spitz, fast schon edel. Jetzt guck doch. Wirklich? Hatti, das muss passiert sein in der Küche in Memmingen. Weißt du, wo wir uns wieder versöhnt haben? Bist du sicher? Ja. Hatti, das ist unser Kind. Das ist unser gemeinsames Kind. Und der ganze Blödsinn, dass das Kind eine Botschaft sei und so, das habe ich mir doch bloß eingeredet, weil ich mich so sehr geschämt habe. Rose, das musst du doch nicht. Doch, Achtung, nicht drücken. Doch, Hadi. Oh, meine Rose. Ach, guten Abend, mein Sohn. Hey. Was hast du denn da in dem Koffer? Meine Bücher. Aber die kannst du doch auch einzeln holen, wenn du sie brauchst. Das ist hier eine Bibliothek. Ich will meine Bücher da haben, wo ich lebe. Mach's gut, Papa. Hallo, Ricky. Hallo. Weißt du, deine Mutter könnte auch mal den ersten Schritt machen. Klar. Ich sag ihr, dass sie einen Antrag auf Ehefortführung stellen soll. In dreifacher Ausführung. Thank you.
your eye like a big pizza pie. That's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Das ist das, was ich dir sagen wollte. Was? Na, was ich gerade gesungen habe. Aber Gerald, ich spreche doch kein Englisch, das weißt du doch. Was hast du denn gerade gesungen? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber du weißt doch, was ich meine. Nein, weiß ich nicht. Kannst du es übersetzen? Ja, Gundula, unser Haus, das ist so kalt. Und es ist auch ganz still da. Dann dreh doch die Heizung auf. Oder mach den Fernseher an oder leg eine Schallplatte auf. Es gibt für mich auf der ganzen Welt keine Musik, die in meinen Ohren so schön klingt wie deine Stimme. Und es gibt auch keine Heizung und auch unsere neue Ölheizung nicht. Kein noch so romantisches Kaminfeuer, noch keine elektrischen Heizlüfter, die so viel Wärme in mein Leben bringen könnten, wie ich spüre, wenn du an meiner Seite bist. Ich vermisse dich. Mein Romeo. Gundula. Du, und weißt du was? Mhm. Maître Blanc-Vallée hat nach unserem romantischen Dinner 380.000 Euro nachgemeldet. Gerald. Gerald! Ach, das ist so schade, dass du jetzt bei der Aufführung nicht dabei sein kannst. Das ist mein Sohn. Ja, aber mein Romeo. Schickt ihr noch einen Wagen? Weiblich, Ende 70, Verdacht auf Alkoholvergiftung. Können Sie mir das nachmachen? Ende 70? Hat man Ihnen nie beigebracht, wie man mit einer Dame spricht? Und wenn ich Alkohol getrunken hätte, würde es mir erheblich besser gehen, junger Mann. Ich habe seit 33 Stunden keinen Tropfen angerührt. Wirklich? Mama? Seit 33 Stunden? Eigentlich fast seit 34 Stunden. Komm, wir gehen rein, Oma. Nicht das böse Wort. Okay. Pass auf dich auf, mein Kind. Das wird schon. Nehmen Sie besser den anderen. Wahrscheinlich war das zu erwarten gewesen, wenn man versucht, aus einem Panda einen Tarzan zu machen. Aber ich glaube bis heute, dass dieser Bruch einen anderen Bruch geheilt hat. Und zwar über Nacht. Ja, Wotan. Ich gehe gleich mit dir raus. Ich war schon draußen mit ihm. Morgen, Ricky. Wird Papa durchkommen? Dein Vater hat einen Armbruch. Der kommt heute Mittag wieder zurück. Geh du mal ins Bett. Ich mach das Frühstück für Mats. Du? Du bist ja ein Schatz. Dann geh ich mal schnell duschen. Frau Schulze. Herr Mussorgsky, ich glaube, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen für den Scharlatan, esoterischen Quatsch und das Geld aus der Tasche ziehen. Jetzt kommen Sie erst mal rein. Danke. Ich bin mir sicher, dass Sie keinen Alzheimer haben. Im Anfangsstadium sind die Symptome dieselben wie bei Depressionen. Das passiert vielen Menschen nach dem Tod ihres Partners. Sie sehen einfach keine Aufgabe mehr. Ist das nicht ein bisschen früh? Ja, warum nicht? Ich hatte mich ja ehrlich gesagt auf ein Leben ohne Aufgaben gefreut. Nach den letzten Jahren mit Edgar. Prost. Jeder von uns will spüren, dass er gebraucht wird. Sonst wäre unsere Existenz doch völlig nutzlos. Und Sie werden auch gebraucht. Von Gundula, Ricarda, Mats. Und wenn Sie sich das mal wirklich klar machen, dann wird es Ihnen auch ganz schnell besser gehen. Und deshalb haben Sie sich auch Ihre Belohnung verdient. Eine Belohnung? Die ich Ihnen versprochen hatte. Erinnern Sie sich? Ein Fallschirmsprung? Sie wollten fliegen? Und? Ich habe gehört, dass es schrecklich sein muss.
Die gute Frau Bunschuh hat sich da wohl völlig übernommen. Ach, ehrlich gesagt, ich habe nichts anderes erwartet. Ich weiß überhaupt nicht, warum der Gerald auf die Bühne darf. Ich habe diese Welt erschaffen. Ich bin der Autor. Aber mich sieht mal wieder keiner. Ja, der Gettersling aus der Hut in Memmingen. Gott sei Dank ist da nichts mehr von übrig geblieben, im Gegensatz zu meinem Kostüm. Ja, liebe Eltern, liebe Schüler, wie ihr ja wisst, hat Herr Langhans, der Lehrer des Theaterkurses, kurzfristig gekündigt. Und eigentlich hatten wir keine andere Wahl gehabt, als die Aufführung abzusagen. Aber dann hat sich Frau Bunschuh, bitte, kommen Sie. Ja, dann hat sich netterweise Frau Bunschuh dazu bereit erklärt, den Platz von Herrn Langhans einzunehmen. Aber das wird sie uns jetzt kurz selber erzählen. Nicht wahr, Frau Bunschuh? Hallo, ich bin die Gundula Bunschuh. Und, bitte lauter. Lauter. Ich habe mit dem Kurs eine moderne Version von Romeo und Julia erarbeitet. War das denn schwierig? Ich meine, Sie hatten ja keinerlei Erfahrung, oder? Ja, aber ich habe zwei Bücher gelesen. Und ich habe zu Hause auch drei Kinder. Und da passiert dann schon auch mal das ein oder andere Drama. Ja, und wir alle sind mit Sicherheit jetzt sehr auf das Stück gespannt. Danke. Na, Spuller? Licht! Zwei Familien, seit Jahrzehnten bitter verfeindet. Die Capulets und die Montagues. Unsere Geschichte beginnt auf einer Party, bei der Julia Capulet ihren zukünftigen Mann kennenlernen soll, Graf Paris. Und doch hat sie nur Augen für einen jungen Mann, der gar nicht eingeladen war. Romeo. Die Nacht ist jung, ich will was erleben. Roll auf der Piste, denn ich muss mich bewegen. Ich sehne Trump drauf und sie mich auf. Sie winkt mich zu sich rüber, verdammt, ich zähl aus. Ich fühle mich wie vom Blitz getroffen, wie ein Stromschlag in meinen Wehen. Meine Arme ganz weit offen und ich kann auch kaum noch stehen. Bei all den Katastrophen musstest du auch noch passieren. Warum ist das Schöne bloß verboten? Ich frag mich, wohin das führt. Wohin, wohin, wohin? Party! Rose? Ist das? Rose, ja, es geht los! Nimm weiter! Mutti, die Jacke! Psst. Party, Käufer-Anik! Mutti, gib der Gundula den Schlüssel, wie fair! Ja. Mit so einem Ding bin ich damals von Berlin nach Marokko gefahren. Oh, alles in Ordnung, Ali. Oh, ja, das halt ey. Schon fast Game Over. Auf einmal seh ich dieses Vollweib-Monster. Sie fragt, gehen wir zu mir? Ich sag, bleib erstmal hier. Ich lach sie ein, wir ziehen sie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hadi, Hadi, dieses Kind wird uns auf ewig verbinden. Mit Jesus. Sie sind der Vater? Ja. Hadi, mein Dasch. Bitte mit mir mit. Schwester, wo sind denn hier die Toiletten? Die letzte Tür rechts. Danke. Oh. Kommen Sie rein. Schnell die Kappe und den Kittel. Oh, meine Rose.
warst nie in Marokko, oder? Achsenbruch, kurz nach Straßburg. Kein Geld für die Reparatur. Dann habe ich als Kellnerin gearbeitet in Straßburg. Und dann wurde ich schwanger. Und zu mir ist kein Mensch ins Krankenhaus gekommen, als ich meinen Gerald zur Welt gebracht habe. Ist der Papa umgefallen? Hallo, hallo. Und, wie war's? Standing Ovations. Drei Vorhänge. Und 15 Punkte für Ricky und alle anderen auch. Ja. Du hättest aber ruhig schon ins Bett gehen können. Und die Premierenfeier verpassen? Mit meiner Lieblingsregisseurin? Nie im Leben. Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,